oder in meinem Kanal meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich präsentiere hier auf meinem Kanal das Apple iPhone 15 Pro Max in der Speicher 512 in der Farbe Blue. Das iPhone 15 Pro Max hat jetzt ein UBS-C. Hier mit dem UBS-C lassen sich entsprechend auch viele Funktionen anschließen, ob es entsprechend eine Datenübertragung von Computer oder andere Zubehören sind, hat Apple selber gesagt, läuft das entsprechend schneller, die Übertragung. Wir fangen jetzt mal an, das Gerät rauszuholen, gucken uns mal den Inhalt an. Ich würde auch hier, wie gesagt, noch vor euch das Gerät rausholen und zeigen und so. Was hat sich an das Gerät dann geändert? Also hier oben, wie man so erkennen kann, ist es ein bisschen kleiner geworden, wie es bei den iPhone 14 Pro Max. Also die Notch hier vorne ist ein bisschen kleiner. Es ist auch 12 Megapixel Frontkamera, 48 Megapixel ist gleich geblieben, Weitwinkel und Zoom-Optionen sind entsprechend auch ein bisschen verbessert worden. Es ist ein A17-Chip an Bord. In den Karton hier vorne, wie gesagt, ist eine Ausspartung, um entsprechend das Gerät auch vom Transport ein bisschen besser zu schützen. So, wollen wir mal schauen, was wir als erstes mal hier haben. Also einmal haben wir den UBS-C. Und nochmal ein UBS-C. Also zwei UBS-C. Dieses Lightning-Anschluss ist komplett weg. Dann hat man hier noch die Kickguide. Das sind ja die Anleitungen. Einmal, wie gesagt, haben wir den, schauen wir mal, was wir dabei haben, ist die für die SIM-Karte man raus, der Pixar. Dann hat man noch einen weißen Apple-Apfel dabei. Dann haben wir hier kleine Anleitungen. Mit dem iPhone 15 Pro Max einstellen. Dafür gibt es die digitale Knopf. Es ist also von das iPhone, wie man das kennt, von 12 Pro Max, wo man letztendlich noch die Möglichkeit hatte, an den Regler außen einschalten, lautlos. So kann man das entsprechend nur mit dem digitalen Knopf machen. Man hat hier eine Schutzfolie. Man hat ja früher mal von Anfang Generation des iPhone, haben sie hier so ein weißes, so das weiß nicht gehabt, sondern sie haben durchsichtige Folie hat, die musste man hier entfernen, dann da und dann so und dann rüberziehen. Haben sie natürlich dann anders gemacht und man sieht hier einmal ist ein Ausschalter, dann hat man hier oben, wie ich sehe, ist entweder die Glocke aus oder an, dann hat man laut und leise, also hier ist das mit dem Digital, also man ihn gut sehen kann, ich hatte es gerade mit meinem Licht ein bisschen manuell besser eingestellt, das hier ist nicht mehr, dass man so hoch runter, sondern es ist einfach nur digital, das kann man über das Menü einstellen und beliebig den Tasten belegen. Hier ist laut und leise, da ist der SIM-Lock-Schacht. Bisschen optisch, aber man hat hier, wie es hier abgebildet ist, einmal die Notch, die bewegt sich. Und neben der Notch ist einfach mal diese 12 Megapixel Selfie. Kann man da mitmachen oder einfach die Kamera mit Farbtime und alles mögliche telefonieren. Dann hat man hier die Kamera, Blitz, Sensor. Die Kamera hier sind wir ein bisschen verbessert worden, ein bisschen
wie der Vorgänger war ja auch, sag ich mal so, aber die Kameras sind noch ein bisschen, gucken auch ein bisschen mehr raus. 48 Megapixel ist gleich geblieben. Geschaut haben und mir Likes da lassen, vielen Dank. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten und bis dann. Und das Glöckchen drücken, abonnieren. Und beim Glöckchen wollte ich noch sagen, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr ein Glöckchen drauf drückt, noch mal drauf drücken, dann steht drauf alle. Und dann wird man komplett informiert auf alle Videos. Vielen Dank für euer Zuschauen.